Nee, natürlich. So, das muss mir reichen. Ich plane. Was ist das Flugzeug? Haben wir auch an Starten sehen? Das wär's doch. Und übrigens so ein Tower müssen wir glaube ich auch abreißen. Sofern ich das noch in Erinnerung habe. Jo, mein Gott, hey. Da fliegt auch ein Flieger. Das hat sich alle ein bisschen ramponiert da. Gut. Da noch die Ecken hin. Dann sprengen wir die Mitten weg und schauen, ob das so hin wegfällt. Also in die Richtung. So. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Hier sprengen wir mal. Wo steht denn das? Jetzt macht er mich nervös mit seinem Piepen. Ist kein Zeitsender, ist nur Fernsehen. Da. Schauen wir mal. Sehr gut. Okay, fast sehr gut. Es ist wirklich. Scheiße. Das war nicht so geplant. Das Problem wird sein, dass da. Startet da noch? Was auch irgendwie sehr komisch ist. Wir tragen einen Gehörschutz, also ich hoffe, dass wir einen tragen. Und trotzdem ist es so laut, also. Ja. Also, dass es nicht irgendwie so gedämpfter klingt, wenn man mit dem Presslufthammer arbeitet. Oder tragen wir überhaupt gar keinen Gehörschutz? Also, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Was 300 Euro? Ja, oder nur 200 Euro diesmal? Okay. Geht nichts weg, erst. Zerstören! An Simulator, der Sprengstoff-Experte, keine Ahnung wie er heißt. Auf jeden Fall musst du definitiv nur gezielt Häuser sprengen. Ist jetzt auch nicht die Welt. So super ist er dann auch nicht, da gibt es jede Menge Scheiße, die man machen kann. Noch viel mehr als mit dem da. Oder gleich viel, weiß ich nicht. Nicht gespielt, gespielt und das hat die Hauptsache.
Ich sag, ich hab nur den da und den auch nur, weil er dabei war. Den hab ich mir jetzt nicht so irgendwie gekauft, ja. Der war in dem, warte, wie heißt das? Giants Gold Bundle. Das große Giants Gold Bundle. Paket. Denn ich war so schlau und hab mir ein Add-on gekauft. Platin Edition, oder keine Ahnung wie das heißt. Für einen Landwirtschaftssimulator 2010. Der neue heißt 2013, das hier heißt. Ohne dass es eigentlich eine Spurkraft hat. Deswegen habe ich mir dann das gekauft. Hat keine Ahnung wie viel kostet. Moment, kann mal kurz nachschauen. Die Rechnung. Und es hat 20 Euro gekostet. Und da waren drei Sachen dabei. Und der Landwirtschaftssimulator, dann der da, der Abrisssimulator. Hallo. Und dann noch Landwirtschaftssimulator 2011. CE, keine Ahnung. Collector's Edition, okay. Und die Gold Edition von 2011. Also, das kann was. Mehr Geräte, mehr, keine Ahnung, was da wieder alles dabei ist. Aber, ja, schön, dass man es hat. Okay. 12.000? Ja. Ich will ja, dass der andere startet, ich will den sehen. Na, das dauert so ewig. Aber ich kann da nicht so viel sprengen, weil dann habe ich verloren. Ich muss das leider so scheiße machen. Nicht optimal verlaufen. Zumindest am Anfang war es ja optimal, aber dann eben doch nicht. Was soll man machen? Da muss man mit der Hand dran, weil mit der Hand geht es definitiv schneller als im Presslufthammer, der dazu auch noch sehr laut ist. Und so lange dauert es jetzt auch nicht mehr. Hier wird immer sehr, sehr dickes Eisen verwendet. Ich würde da eher ein Gitter bevorzugen. Also ein bisschen dünner, diese Eisenstäbe. Aber eben, sie erfüllen ihren Zweck. Tun die wahrscheinlich auch. Und was war das überhaupt für ein Haus so direkt? Ich meine, seien wir ehrlich, wer baut ein Haus direkt neben einer Landebahn? Erstens, da wohnen ist wahrscheinlich schrecklich laut, nervig. Zweitens, sind das wirklich nur Mini-Flieger oder so? Weil die Landebahn da, na gut, oh, da landet einer, den schauen wir uns an. Ob der uns überfahren kann? Scheiße, da kommen wir nicht hin. Nein! Nein. Gut. Jetzt haben wir das auch vorgesehen. Wir fahren mal fertig sind. Komplett fertig. Mit den Nerven. Nein, nicht mit den Nerven. Das war ja ganz okay. Der Bus war okay, ist gut verlaufen. Ist zwar fast gescheitert die Mission, aber naja. Danke sehr, wir kriegen aber nur 41.000.
225.000, hat man da schon so ein Dings leisten können? Jein, der ist noch zu teuer. Und den Kollegen? Auch nicht. Ah, waren wir gerade da? Echt? Ist das da? Flughafen? Na gut. Das ist erledigt, das ist erledigt, das ist neu und das ist wieder das gleiche. Wieder der gleiche Scheiß. Diesmal war aber 20 Minuten Zeit. Transportieren Sie einen Teil des Schutz. Walzenbrecher, so hast du das Scheiß. Boah. Ist das scheiße? So, ich muss das schauen, dass es in diese Richtung fliegt. Die 20 Minuten sind sehr berechtigt. Weil das so ein Scheiß ist. Und es kann auch sein, dass wir sofort fertig sind mit der Schule, weil wieder zu viel überfällt. Mein Gott, was ist denn los? So. So, da. So. Nein. So. Sehr gut verlaufen. Sehr, sehr gut. Na gut, lassen wir eine Fuhr mal da rein und dann schauen wir mal, wie es so ist. Johann, warum soll man da die Abrissbirne verwenden? Wenn da sowieso nicht so viel rumfliegen darf. Das ist ja irgendwie unrealistisch. Das passt ja nicht, das ist dumm. Ah, das war dumm. Jetzt auch nicht wird. Bisschen blödig schon, oder? Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Keine Ahnung, wie viel der kostet jetzt, wenn man so kaufen würde. Und wie viel der gekostet hat. Inzwischen gibt es sicher weit unter 10 Euro. Falls es den überhaupt noch gibt, zum Kaufen. Ich meine, so der Renner war der sicher nicht. Glaube ich nicht. Boah! Du stehst jetzt mal anders hin. Du stehst richtig scheiße. Am besten so. Das hilft uns jetzt zwar nicht mehr bei dem Problem. Überlegt, ob ich vielleicht nicht direkt so ein Let's Play dazu mache, sondern einfach was man damit machen kann, aber ich meine, so lang ist es dann auch nicht. Da gibt es noch ein paar Tipps zu uns, wie ich die Lösung vorstellen will, zu dem, wie man das macht, ja, und das schafft. Wie wir schon vorher gesehen haben, mit die Steine da. Ein nützlicher Tipp.
auf den man am Anfang normalerweise nicht drauf kommt, so schnell. Mit diesem Tipp geht es sicher einfacher. So. Geht das da überhaupt rein? Der Fackel, glaube ich, ja, ist klar.